Herzlich willkommen bei Gate to the Games. Mein Name ist Parseval und was es mit diesen Karten hier auf sich hat, seht ihr nach dem Intro. So ihr Lieben, ich habe hier einen Stapel voll Karten. Das wird ein Video mit meiner Top 10 Liste von den Karten, die bis jetzt in 2024 rausgekommen sind. Das heißt vom 1., also vom Januar bis zum Juni. Ich würde sagen, wir fackeln auch nicht lange und gehen gleich mal rein in unsere erste Karte. Das ist das Nebulak und zwar als Illustration Rare Karte. Ist bei mir auf Platz 10 der schönsten bzw. der begehrtesten Karten und ist eine Illustration Rare. Liegt so in etwa bei 15 bis 17 Euro. Einfach eine wunderschöne Karte. Sehr, sehr viele Details drauf auf der Karte mit Gengar und Apollo. Schöne Karte. Machen wir gleich mal weiter mit Platz Nummer 9. Und zwar das Mew EX aus Paldeas Schicksal. Die Special Illustration Rare. Sieht man übrigens an dem Doppelstern hier unten, dass das eine Special Illustration Rare ist, ist einfach eine wunderschöne Karte. Mew EX Alt Art, also ein alternatives Artwork, deswegen Special Illustration Rare, liegt so bei 75 bis 80 Euro circa die Karte. Dann mein Platz Nummer 8 aus Gewalten der Zeit. Furienblitz EX. Furienblitz EX, ebenfalls eine Special Illustration Rare Karte. Sieht man wieder an den doppelten Sternen. Ebenfalls eine wunderschöne Karte mit sehr vielen kleinen Details, wie den Palmen und so. Sieht sehr, sehr massiv aus, wie es da zwischen den Felsen steht. Einfach eine schöne Karte, meiner Meinung nach. Liegt so bei 75 bis 80 Euro, also so der gleiche Preis wie das Mew EX, was auf Platz 9 ist. So, dann kommen wir zu Platz Nummer 7. Platz Nummer 7 werde ich euch jetzt noch nicht verraten, denn da habe ich noch was Cooles vorbereitet am Ende vom Video, beziehungsweise am Ende von meiner Top-Liste. Kommen wir dann noch dazu. Dann Platz Nummer 6. Platz Nummer 6 ist das Gardevoir EX, ebenfalls aus Paldeas Schicksal. Gardevoir EX, auch eine Special Illustration Rare. Einfach eine wunderschöne Karte. Ich habe hier so ein kleines Felino, was man hier noch sieht. Dieser schöne Blauton einfach von Gardevoir Shiny, einfach wunderschön. Die Sterne, die man hier noch sieht. Einfach eine wunderschöne Karte. Die Karte liegt so bei 45 bis 50 Euro circa. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was eure Top 10 Liste ist aus dem Jahr 2024, vom 1. bis zum 6. Dann kommen wir zu Platz Nummer 5. Eisenhaupt EX. Special Illustration Rare, Altart Karte. Ja, war ein riesen Hype um diese Karte. War eine wunderschöne Karte gewesen. Oder ist eine wunderschöne Karte. Mit dem Vollmond im Hintergrund, den Bäumen und den lila Blüten. Wunderschöne Karte. Vor allem auch wunderschön und teuer. Denn die Karte liegt einfach bei 80 bis 90 Euro. Aber für so eine wunderschöne Karte kann man sowas auch mal ausgeben. Dann kommen wir zu meiner Nummer 4. Windewoge EX. Windewoge EX aus dem Set Gewalten der Zeit. Genauso wie Eisenhaupt EX. Habe ich eben gerade vergessen zu erwähnen. Windewoge EX. Ebenfalls Special Illustration Rare. Ich kann sie mal aus der Hülle rausholen, dass man die Struktur vielleicht so ein bisschen erkennt. Einfach eine wunderschöne Karte. Auch eine Special Illustration Rare Karte. Die Karte liegt ungefähr bei 40 bis 45 Euro und ich finde die Karte tatsächlich noch einen Ticken schöner als Eisenhaupt, weil bei Windewoge einfach noch ein bisschen mehr los ist auf der Karte. Kommen wir zu meiner Nummer 3. Habe ich hier schon in der Hand.
Und zwar ist meine Nummer 3 Glurak EX aus Paldeas Schicksal. Glurak in Shiny, einfach eine wunderschöne Karte. Ich glaube, ich brauche zu der Karte einfach nichts zu sagen. Glurak geht sowieso immer, Glurak ein Fan-Favorite und dann noch in Shiny als alternatives Artwork. Ist einfach der Wahnsinn. Die Karte liegt tatsächlich bei einem Preis von 112 bis 120 Euro auf Deutsch. Also ist schon sehr, sehr teuer, die Karte. Jetzt kommen wir zu meinem Platz Nummer 2. Und Platz Nummer 2 belegt tatsächlich die Trainerkarte, und zwar Jens Überzeugung. Ich bin ein riesengroßer Gengar-Fan. Ich liebe Gengar. Und Jens Überzeugung ist einfach eine wunderschöne Karte. Gerade nach dem Einkaufen, schön an einem Tisch, einen Kaffee am Trinken und Gengar, wie es einfach aus dem Boden rauskommt. Es sieht einfach so wunderschön aus mit den Lichtstrahlen. Einfach eine wunderschöne Karte. Liegt bei 40 bis 45 Euro die Karte. Und ja, mehr brauche ich dazu, glaube ich, nicht zu sagen. Das ist meine Platz Nummer 2. Jetzt kommen wir nämlich zu Platz Nummer 1 bzw. Platz Nummer 7. Platz Nummer 7 ist das Evoli aus Maskerade im Zwielicht, und zwar als Illustration Rare. Die habe ich mal hier eingeblendet. Und Platz Nummer 1 ist das Quajutsu EX als Special Illustration Rare, also als Altart-Karte. Die habe ich mal hier eingeblendet. Meine Platz Nummer 1. Die Karten habe ich nicht oder habe ich noch nicht. Und ich habe 2 Gewalten der Zeitblister dabei. Und jetzt probieren wir on cam eine der Karten oder vielleicht sogar beide Karten davon zu ziehen. Also rein in die Blister und los geht's. So, wir gehen mal schnell rein in diese Blister. Blister sind immer gut. Ich kann mal ganz kurz hier die Karte in die Kamera halten. Knattertox, zweite Blister auch gleich rippen und gleich mal rein, weil wir eine Mission haben. Und die Mission besteht aus Evoli und Quajutsu EX. Wir haben jetzt 6-mal Maskerade im Zwielicht. Und da gehen wir jetzt auch gleich mal rein in das erste Pack. Und ich bin tatsächlich gespannt, ob wir die Mission meistern können. Und mal gucken, was wir aus diesen 6 Packs alles ziehen können. Erstmal Codekarte auf die Seite. Barschwa haben wir. Girafarik. Wir haben noch einen Vulpix. Froxy. Da ist schon mal die Vorentwicklung, oder die erste Entwicklung, die erste Stufe zu dem Quajutsu. Hier sieht man übrigens auch nochmal schön, was für Rare-Stufen gibt. Das hier ist jetzt zum Beispiel eine Common-Karte. Und haben wir schon eine... Nein, wir haben noch keine Uncommon-Karte gefunden, aber hier. Und die Common-Karten haben den Kreis unten, ein schwarzer Kreis. Eine Uncommon-Karte hat die schwarze Raute. Eine Rare-Karte, die wir bestimmt auch gleich nochmal sehen werden, hat den schwarzen Stern. Hier haben wir zum Beispiel eine Reverse-Karte, eine normale Reverse-Common-Karte, nochmal eine Reverse als Common-Karte und wir haben Eisendorn schon mal als Hit gezogen. Das hier ist Eisendorn EX. Eisendorn EX ist keine normale Rare, das ist eine Full-Art-Karte oder Vollbild-Karte, genau. Parsevel aus dem Schnitt, das ist keine Full-Art-Karte, sondern eine Double-Rare-Karte. So, Eisendorn mal auf die Seite. Ist zwar auch eine coole Karte, aber eben nicht die Karte, die wir suchen. Deswegen weiter geht's rein ins nächste Pack. Auch wieder auf die Seite und dann schauen wir mal, dass wir mal durch die Packs durchrushen. Gute Urgel, Nigiragi, Froxy als Reverse, Stolrak als Illustration Rare, ist eine coole Karte. Keine Evoli leider, aber trotzdem eine coole Karte und Bene Saru. Super, rein geht's ins nächste Pack. Maskerade im Zwielicht. So, Evoli, hier haben wir schon mal ein Evoli, nur nicht als Special Illustration Rare. Flauschling, Gemeindehaus, Fahre Giraffe,
Wutpilz, Porenta, Knatox als Reverse und ein Hisui Akani und eine Basisenergie Finsternis. Das vierte Pack. Rein geht's ins vierte Pack, wenn ich es denn aufbekomme. So, vierte Pack, Pikulente, Vulnona, Tromborg, Emolga, Wutpilz, Gemeindehaus, Eisenbündel, Fifien als Reverse, Streboli als Reverse, Beatori als Holo und Basisenergie. Fünftes Pack. Es wird knapp, es wird sehr, sehr knapp. Wir haben noch zwei Packs übrig und haben unser Ziel noch nicht erreicht. Wir haben noch nicht mal die Hälfte von unserem Ziel am Fietzel. Vielleicht ist das diesmal ein Wink mit dem Zaunfall, dass jetzt hier die Special Illustration Rare von Quachutsu drin ist. Serapendra haben wir. Festplatz. Golking. Und ein Kubidus. Das kann nicht sein. Und noch eine Wasserenergie. So, letztes Pack, um die Mission zu erfüllen. Hoffentlich haben wir was Gutes drin. Barschwa, Girafarik, Bullpix, Juju, Glückshelm, Magnane, Folipopa Reverse, schöne Karte, Panzer-Aeron und ein Vater Licha. Und die passende Pflanzenenergie. Ja, ihr Lieben, leider nicht die Mission erfüllen können, um das Quachutsu zu ziehen oder das Evoli, leider. Aber hat trotzdem Spaß gemacht, die Packs zu öffnen. Jetzt nochmal zu dem Preis von Quachutsu. Quachutsu liegt bei einem unglaublichen Preis zurzeit noch von 140 bis 150 Euro. Was schon sehr heftig ist. Evoli liegt, meine ich, bei einem Preis von um die 25 Euro. Ihr könnt da gerne mal in die Kommentare schreiben, was denn so eure Chase-Karten sind aus der Zukunft, die dieses Jahr vielleicht noch rauskommen. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mal so einen kleinen Einblick in meine Top 10 zu bekommen. Und ihr könnt ja gerne mal eure Top 10 in die Kommentare schreiben. Hat wieder Spaß gemacht, das Video. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend oder wie auch immer. Haut rein, ihr Lieben. Euer Parzival. Ciao.